Herzlich willkommen zur neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die AK-74U. Die AK-74U ist eigentlich eine sehr schöne Waffe, denn das ist sozusagen die kleine Schwester der AK-74. Die AK-74 kann man so im Ethan Store kaufen, und die Unterschiede zwischen der der AK-74 und der AKS-74U ist, und zwar, dass einmal der hintere Schaft ist anders und eben halt der Lauf vorne. Also der Lauf ist deutlich kürzer, zudem ist aber vom Sound her nicht wirklich was anders. Nur eben halt der Schaft ist eben halt aus Metall bei der 74U, und bei der AK-74 ist es immer noch aus Holz. Auf jeden Fall ist es die kleine Schwester sozusagen, und so viel haben die gar nicht sowas unterschiedlich wirklich, denn das meiste von den Daten ist eigentlich gleich an denen. Auf jeden Fall von dem Punkt Damage her macht sie 100 auf den Kopf. Ich kann euch nicht damit raten zu sprayen, also ist nicht wirklich so gut. Ja, mit Linksklick schießt ihr auf jeden Fall, und mit Rechtsklick macht ihr leider nichts. Auf jeden Fall, ja, auf den Kopf, wie gesagt, 100 Damage auf jeglichen Distanzen. Auf eine Close Range, also von einer näheren Distanz, diese Schussdistanz, die man üblicherweise hat, eben halt nicht so wie eine Sniper, jetzt keine Ahnung, über sonst wie viel zu schießen. Auf jeden Fall macht die AKS-74U auf den Kopf 100. Entschuldigung, weil ich hängen bleibe. Auf den Oberkörper macht sie dann an die 36 bis 38 Damage. Und auf die Füße macht sie dann ungefähr an die 20 bis 22 Damage. Ist eigentlich so durchschnittlich für eine Rifle. Und ja, eigentlich geht das wirklich. Mit dieser AK lässt sich eigentlich ganz gut spielen. Nur eben halt sprayen kann man nicht so gut. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich krieg das gar nicht hin, damit zu sprayen. Ich tipp nur einzeln immer rauf, und wenn ich mal spraye, dann ist es auch nur Luck. Keine Ahnung. Reload Time beträgt 2,1 Sekunden. Bullets hat sie 30 zu 90. Eigentlich ist es auch die erste AK, die ZP kostet und weniger als, also nur 30 Munition in einem Magazin hat. Ist ein bisschen komisch, denn, naja, für den Preis, ich meine, das ist schon ein bisschen teuer, würde ich jetzt so sagen, weil, naja, 1000 ZP sind ja schon 1 Euro sozusagen, ungefähr 80 Cent oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ihr bekommt sie im Item Store oder durch Badgets. Ich habe sie durch ein Badget bekommen, und auf jeden Fall für Tage bekommt ihr sie im Item Store, und zwar 7 Tage, dafür braucht ihr 2600 ZP, für 30 Tage braucht ihr 5700 ZP und für 90 Tage braucht ihr 12500 ZP. Also ist es leicht schon teuer. Ich würde euch eher raten, dann lieber das im Black Market aufzudrehen, aber na schön, man kann sie auch ruhig ausprobieren mit Free ZP oder sowas, kann man sicherlich 2600 ZP rankriegen, und dann gewinnt man sicherlich, kann man das testen, nicht gewinnen, testen. Ja, also leer geschossen ist sie in 2,4 Sekunden, ist eigentlich auch recht schnell, denn die meisten Rifles brauchen eher sowas mit 3 Sekunden. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Waffe. Ich meine, naja, auf jeden Fall, ich kann euch nur empfehlen, macht einfach Badget und dann bekommt ihr die auch. Ich habe sie jetzt für 30 Tage bekommen und sie ist auch schon wieder abgelaufen. Schade, dass ich sie nicht mehr habe, aber ich habe sie nur Schrott gemacht und dann habe ich sie, also habe ich daraus GP geerntet sozusagen. Naja, auf jeden Fall, man hat einen gewissen Spaß mit ihr. Sie ist eigentlich so, naja, ich benutze sie nicht gerne in Siege and Destroy, eher so Team Deathmatch. Ich benutze sie lieber als Fun-Waffe, denn ich kann nicht wirklich damit so gut spielen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr jetzt noch Waffen habt, die ich reviewen könnte, wäre ganz nett, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben würdet oder einfach in die Kommentare, was für Waffen ihr mir anbieten würdet, und ich kontaktiere euch dann. Und ja, schaut einfach mal bei meinen Partnerkanälen lang und abonnieren nicht vergessen, genauso wie meine Partnerkanäle. Liken, favorisieren, alles drum's rang. Und gebt mal ein Feedback oder sowas. Und sagt's euren Freunden weiter auf jeden Fall. Und dass sie mich auch abonnieren sollen. Und meine Partnerkanäle. Bis zum nächsten Video, und Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.